Süssul, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Sims-Projekt. Bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich euch erstmal hier einmal ganz kurz vorlesen, was es jetzt Neues zu entdecken gibt im Gameplay-Pack Dschungelabenteuer, was morgen Abend um 19 Uhr für 20 Euro zu kaufen sein wird. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Electronic Arts und das Game Changers Network, die mir die Erweiterung bzw. dieses Gameplay-Pack zur Verfügung gestellt haben. Ja, und was erwartet uns denn da so? Besuche Selva Dorada. Sims können traditionelle Gerichte probieren, zu neuer Musik tanzen, sich an lokalen Gebräuchen erfreuen und authentische Deko erwerben. Kleide deine Sims bunt und traditionell oder rüste sie mit stabiler Kleidung für einen Trip in den Urwald aus. Entdecke einen geheimen Tempel. Dringe tief in die rätselhaften Räume vor, um wertvolle Relikte, unermessliche Schätze oder deinen Untergang zu finden. Bei weiteren Besuchen stoßen deine Sims auf neue Herausforderungen, Schätze und Fallen. Erforsche den Dschungel. Statte deine Sims mit Outdoor-Kleidung aus und dringe tief in den gefährlichen Dschungel ein, um versteckte Tümpel, alte Artefakte und Ruinen zu finden. Überstehe die in der Nacht lauernden Gefahren wie mörderische Bienen und Giftspinnen. Und sammle alte Artefakte. Sims können wertvolle Objekte ausgraben und sie am Archäologietisch näher untersuchen, um deren Qualität zu bestimmen. Nimm dich vor Fälschungen in Acht. Klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr, sehr spannend. Und ich habe jetzt geplant, ein neues Let's Play zu starten. Und ja, ich würde mal sagen, auf geht's in die erste Folge. So, und jetzt geht es richtig los mit unserer Lara Croft. Das Projekt, oder der Name, für den ihr euch entschieden habt, den wir das Projekt nun tragen, und zwar zwei Freunde. Ein Abenteuer. Unsere Lara wird mit unserer Hündin Laika auf Erkundungstour nach Selva Dorada geschickt und darauf legen wir jetzt alles aus. Und es gibt ja auch hier unter Wissen ein neues Bestreben, nämlich Archäologieprofessorin. Das wollen wir ihr natürlich verpassen. Dieser Sim möchte tief in das Gebiet der Archäologie vordringen. Das machen wir definitiv. Das ist das perfekte Bestreben für sie. Nochmal zur Erinnerung. Das ist Laika, die Hündin, die unsere Lara auf Schritt und Tritt begleiten wird. Und ja, ich habe noch ein paar Outfits zusammengestellt für unsere Lara. Das möchte ich euch jetzt aber noch nicht alles zeigen, denn ich glaube, sonst wird es einfach zu lange dauern, bis wir hier wirklich mal anfangen. Ich suche jetzt ein schönes Häuschen noch für sie aus und dann geht's richtig los mit dem neuen Projekt. Und ich freue mich. Ich freue mich richtig. Und ich freue mich auch drauf, wenn ihr mich begleiten würdet. Und ja, Himmeldonnerwetter noch eins. Ich bin so gehypt gerade, dass ich überhaupt nicht klar denken kann. Ich meine, das ist ja nichts Neues, aber nö. So, ich suche jetzt eine Hütte. Und sobald ich eine Hütte gefunden habe, werde ich dann mit Lara und euch gemeinsam dort einziehen. Und dann geht's auch schon los mit dem Gameplay-Pack Let's Play zu Dschungelabenteuer. Zwei Freunde, ein Abenteuer. So, nun geht es auch endlich richtig los. Ich habe Lara und Laika nach Brindleton Bay geschickt und habe ihnen ein wunderschönes Haus runtergeladen. Das werde ich euch auch mal noch zeigen. Ich werde es nur selber nicht hochladen, da ich es nicht selber gebaut habe. Und ich möchte einfach Dinge, auch wenn ich sie verändert habe, aber wenn sie nicht von mir selber sind, möchte ich sie ungern wieder hochladen. Aber ich möchte es euch auf jeden Fall verlinken, denn ich finde es wirklich mega. Ich habe aber schon ein paar neue Gegenstände eingebaut, wie ihr hier sehen könnt, unschwer. Böden und Wände. Und hast du nicht gesehen. Ja, hier hinten ist jetzt noch ein kleiner Archäologietisch, den habe ich schon mal hingestellt. Was können wir denn damit machen? Ach so, okay, nur im Inventar platzieren. Wahrscheinlich, weil wir gerade nichts haben. Ich habe jetzt übrigens den Plumbob ausgeschaltet mit Headline Effects Off mit dem Cheat, weil es einfach schöner ist dann für Screenshots. So, was müssen wir denn hier machen bei unserem Bestreben? An drei Ausgrabungshügeln oder Ausgrabungsstätten graben und ein Artefakt aus Dreckklumpen freilegen. Okay, Kellengräberin. Bonusmerkmal Museumsstifterin. Museumsstifter mögen Museen. Ach nee. Cool, krass. Alles klar. Wir haben jetzt einiges an Geld hier. Das habe ich mir gecheatet, weil es in diesem Haushalt, in diesem Let's Play nicht darum gehen soll,
dass wir uns hier ein richtig tolles Leben aufbauen. Nein, wir wollen gemeinsam mit Laika den Dschungel erforschen und nach Selva Dorada aufbrechen. Das möchte ich eigentlich auch gerne relativ zeitnah machen. Ich muss nur mal schauen, wo das geht. Gucken wir mal, geht das hier über den Urlaub? Reisen, Urlaub nehmen, geht das darüber? Lasst uns mal schauen. Wir nehmen natürlich Laika mit, das ist völlig klar, die bleibt nicht zu Hause. Und wir wollen direkt schauen, dass es hier losgeht und wir das Dschungelleben erforschen und kennenlernen und da rein starten. Es lädt gerade ein wenig. So, genau. Oh, das ist ja ein schönes Bild von Selva Dorada. Ah, schön. Voll hübsch. Okay, auf geht's nach Selva Dorada. Ich bin gespannt. Ich sehe jetzt gerade zum ersten Mal die Nachbarschaft. Ich habe mir auch keine Livestreams angeschaut, weil ich einfach komplett ohne Vorkenntnisse hier rein wollte. Was haben wir denn hier? Auf nicht vermietbaren Grundstücken können Sims keinen Urlaub machen. Das hier wäre mietbar. Belomisia Feldstation. 717 Simoleons pro Tag. Boah. Was haben wir hier? Oh, romantische Aura. Der Dschungelbungalow, ja, braucht man nicht. Selvadorianische Villa. Frischluft haben wir hier. Versteck Hügelblick, das sieht schon eher nach meinem aus. Gruselige Krabbeltiere, aber es ist nicht so teuer. Marktplatz Puerto Lamante. Genieße die Gerüche und Geräusche von Selva Dorada. Beschaffe dir eine Ausrüstung, bevor du in den Dschungel aufbrichst. Oder entspanne dich einfach und lerne verschiedene Gerichte und die Kultur kennen. Das wollen wir definitiv auch tun. Besuche den Marktplatz in der Nähe der Kantina. Die Kantina. Hier haben wir den Dschungel von Belomisa. Der Dschungel birgt zahlreiche wundersame Dinge und versteckte Gefahren. Mutige Abenteurer können die Ruinen der alten Omiskaner erkunden. Fähige Sims, die sich auf dem Marktplatz gut ausrüsten, werden sich hier gut schlagen. Diese Fragezeichen sind interessant. Okay, cool. Und hier? Entdecke Dschungelgeheimnisse. Entschlossene Entdecker, die sich einen Weg durch den dichten Dschungel bahnen, können an abgeschiedenen Orten seltene Schätze finden. Lokale Legenden berichten von einem Tempel, der tief in den omiskanischen Ruinen verborgen liegt und sich auf rätselhafte Weise selbst verändert. Oh, das wird wahrscheinlich dieser Tempel sein. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier erstmal das ganz, ganz super günstige Domizil. Und mieten uns direkt erstmal für längere Zeit ein. Wir haben es ja, ne? Deswegen haben wir ja auch ein bisschen mehr Geld. Da kommt uns das zugute. Denn wie gesagt, ich möchte hier gar nicht, dass es darum geht, irgendwie Geld sich zu erspielen. Nein, ich möchte mit euch hier wirklich komplett ins Dschungelleben eintauchen. Am liebsten gar nicht mehr großartig nach Hause. Aber ich denke, wir werden auch immer mal wieder nach Hause reisen. Und ich habe zu Hause auch noch einen kleinen Hindernisparcours für Laika gekauft, denn die Gute muss sich ja auch irgendwie in den Ruinen schlagen. Ich hoffe, wir können sie mitnehmen in die Ruinen. Ich hoffe es sehr. Oh, ich will keine Krabbeltiere. Aber hübsch ist es. Willkommen im Dschungel, Lara. Im Rahmen deines Mietpakets wurde praktische Abenteurerausrüstung zu deinem Inventar hinzugefügt. Wenn du den Dschungel von Belomisia erkunden möchtest, solltest du auf dem Marktplatz von Puerto Lamante noch mehr Ausrüstung kaufen. So. Ich würde gerne wissen, was das mit den Krabbeltieren auf sich hat. Gut, werden wir wohl noch erfahren. Ja, ist doch ganz gemütlich eingerichtet hier eigentlich soweit. Es reicht doch voll und ganz zum Überleben. Wir können Zubehör auf dem Markt kaufen. Können wir hier auch was für die arme kleine Laika kaufen, dass wir ihr Futter geben können? Wir können ihr mal ein Leckerchen geben. Ja, so der erste Blick in den Dschungel. Es dschungelt sehr. Überall Bäume. Man sieht hier wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier unten ist der Markt. Das wäre ja so ziemlich das Erste, was wir eigentlich mal erkunden könnten. Ach, guck mal hier. Hier sind auch andere Tiere unterwegs. Oh, was ist das denn da? Oh, cool. Können wir aber nicht einsammeln.
Oh, das ist ja richtig cool. Oh, schön. Guck mal, was könnten wir hier kaufen? Eine Machete. Kann nicht schaden. Aber ich dachte, das könnten nur die fähigsten Abenteurer kaufen. Es scheint mir so, als ob das die gut betuchtesten Abenteurer kaufen könnten. Hat sie denn schon Hunger? Nee, noch gar nicht so richtig. Was können wir denn hier bestellen? Oh, einige neue Sachen, die reingekommen sind. Arepa Ralena con Perico. Sieht schon mal lecker aus. Arepa de Papelón. Papelón? Weiß ich nicht. Empanadas de Verde. Ah, die sehen gut aus. Pastel de Palmito. Platanos fritos. Pastel de Camarayo und Buñuelos. Sieht alles geil aus, ne? Müssen wir uns auf jeden Fall mal durchfuttern. Oh Leute, aber schaut euch das mal an. Ist das nicht direkt wunderschön hier? Oh, das ist richtig schick. Das ist richtig, richtig schick. Also mir gefällt sie auf jeden Fall direkt schon mal sehr, sehr gut. Hier können wir bleiben. Das ist ja wirklich, das ist ja ein Träumchen hier. Ist das hier nicht eigentlich immer ein Brunnen gewesen? Anscheinend nicht. So, wir haben die Machete gekauft. Was hätten wir denn hier noch alles? Das ist Wasserfall in der Flasche kaufen. Okay. Das heißt, wir müssen wohl auch zu trinken dabei haben. Nehmen wir direkt mal mehr mit. Wie teuer ist das? 65. Ja, wir haben es ja. Wir statten uns jetzt mal richtig geil aus. Faradaizisch? Ist das ein Energy Drink? Nehmen wir auch mal mit. Einen Erntekorb kaufen, was auch immer wir damit anfangen können, nehmen wir auch mal mit. Und was ist das? Plasmafledermausköder? Wow! Plasmafledermäuse, was auch immer das genau ist. Wir nehmen mal alles mit hier. Können wir uns auch mit den Einheimischen hier unterhalten? Nee, mit denen können wir uns nicht unterhalten. Haben wir hier noch andere Leute rumflitzen? Und was ist das hier? Ach, das wird es sein, wo wir auch feiern gehen können, ne? Das machen wir heute Abend mal unsicher. Das Gebiet. Da gehen wir heute Abend mal hin. Mich juckt es ja schon in den Finger. Oh, Leute. Oh, sie ist von irgendwas besessen, unsere Laika. Von was denn? Hoffentlich von irgendwas Tollem zum Ausgraben. Ich weiß es nicht, aber irgendwas findet sie hier toll. Komm mal zu uns, Laika. Wer ist das? Sie hier. Wie heißt sie? Warum wird das? Ach so, wegen den Headlines on/off, ne? Deswegen wird das nicht angezeigt. Warte mal. Headline. Voilà. So, jetzt haben wir es wieder an. So, wer ist das denn? Jetzt ist sie weg. Da hinten haben wir auch einen Archäologietisch. Da kommt Laika angerannt. Oh. Weil wir uns die Sachen angucken. Selvadorianische Kulturfähigkeit erworben. Lara beginnt die selvadorianische Kultur zu verstehen. Sie kann nach lokalen Sehenswürdigkeiten fragen und mehr über das örtliche Kulturerbe herausfinden. Ah, die lokalen Speisen bieten ein großes kulinarisches Abenteuer. Die Welt ist voller Abenteuer. Das hier ist auch schön. Oh, total toll. Was muss das hier abends wunderschön sein? Aber ich würde trotzdem ganz gerne mal eine erste Reise antreten und mal gucken, ob wir heute schon eine erste Erkundungstour wagen können. Das wäre doch mal richtig cool. So, Ausgangspunkt, Nationalpark. Da kann ich auch nicht einfach so hinreisen. Anscheinend muss ich hier unten vielleicht mit einem Bötchen hin. Da oben, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Lasst uns hier mal in den Nationalpark reisen.
und er könnte doch mal mitkommen. Vielleicht kann er uns ein paar Tipps geben. Und dann gucken wir mal, ob wir von da aus zum ersten Tempel kommen. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, Leute. Ach, schön. Die neuen Möbel und Sachen im Create a Sim werde ich euch natürlich auch nochmal näher zeigen. Ob ich das heute Abend schaffe, weiß ich noch nicht ganz genau, weil ich heute Nachmittag beim Pferd bin und ich weiß noch nicht genau, wann ich wiederkomme. Aber ja. Oha, ja. Weg mit Machete freimachen. Oh ja, Leute. Oh ja, Leute, 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 es geht los. Es geht aber sowas von los hier. Sie kann es kaum erwarten. Anstrengend. Was sich wohl dahinter verbirgt? Dieser entschlossene Blick. Oh. Oh, es hat nicht funktioniert. Doch, es hat funktioniert. Lara schwingt die Machete ein wenig zu enthusiastisch durch die Ranken, sodass sie ihr aus den Händen fliegt und für immer im Dickicht des Dschungels verschwindet. Ach du Schande. Oh mein Gott, ist das awesome! Aufmerksamer Beobachter. Auf einer Tour durch den Urwald beobachtet Lara die Vögel durch das Blätterdach, als sie beinahe über ein merkwürdiges Ei stolpert. Ein Raubvogel hat sich in der Nähe niedergelassen und scheint das Ei hungrig zu beäugen. Was soll sie tun? Versuchen, den Vogel zu verjagen oder das Ei zu bewachen? Höhere Archäologiefähigkeit führt zu besseren Ergebnissen. Okay. Und hätten wir Drakes Feuerschlucker, könnten wir den Vogel benebeln. Das heißt, er würde wohl nicht mehr angreifen. Wir bewachen das Ei. Todesmutig. Schütze das Ei. Lara erinnert sich vage an eine Legende über eine aus einem seltsamen Ei geborene Kreatur. Sie entscheidet sich für eine wissenschaftliche Beobachtung des Eis, schläft jedoch ein. Als sie aufwacht, findet sie nur noch ein leeres Ei vor. Die Kreatur und der Vogel sind verschwunden. Sie ist enttäuscht, einen für Wissenschaft möglicherweise überaus bedeutsamen Moment verpasst zu haben. Oh Gott, jetzt ist sie traurig. Oh, aber wir sind jetzt an einem wir sind jetzt in der Tempelanlage. Was haben wir jetzt hier? Wissenschaftlicher Fehltritt. Es wäre unter wissenschaftlichen Aspekten interessant gewesen zu erfahren, was sich in diesem seltsamen Ei befand. Lara hat eine echte Chance verpasst. Laika, komm her! Ich glaube, Laika kann jetzt gar nicht mitkommen, weil sie müde ist. Ach ja, es gibt einen neuen Busch zum Bestäuben. Das ist ja hübsch. Oh, kann ich die auch nutzen zum Bauen? Habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das hier hinten? Das können wir noch nicht freimachen. Warum? Dieser Weg ist gesperrt und kann auf dieser Reise nicht geöffnet werden. Vielleicht öffnet er sich ja im nächsten Urlaub. Ah, okay. Ich muss also auch immer wieder zwischendrin nach Hause. Oha. Oh, Leute, das ist so cool gemacht. Oh, da hinten kommt sie ganz traurig angeschlagen. Oh, eine Schlange. Oh, cool. Können wir damit was machen? Nee, können wir nicht. Die ist nur Deko. Schade. Wäre cool gewesen, hätten wir die einsammeln können und zu Hause irgendwie in einem Terrarium halten können. Wobei das natürlich nicht artgerecht wäre, ne? Aber das sieht mal richtig cool aus hier. Komm, wir begleiten jetzt Lara in ihrem ersten... Guckt euch das mal an. Huch. Ach so, wir sind jetzt in den nächsten Bereich gerutscht. Oh, was haben wir denn hier? Na super. Klasse. Da wird Laika mit Sicherheit krank werden. Emka,
Oh, anscheinend können wir Laika auch nicht mitnehmen in den Dschungel. Auf die Grundstücke, ja, bin ich in den Tempel. Egal, wir sind trotzdem zwei Freunde und bestehen ein gemeinsames Abenteuer. Hier können wir jetzt graben. Archäologiefähigkeit erworben. Die neue Archäologiefähigkeit von Lara ermöglicht es ihr, in Ausgrabungshügeln in Selva Dorada zu graben und Artefakte auf dem Archäologietisch freizulegen. Wenn sie ihre Studien fortsetzt, lernt sie, wie man Artefakte authentifiziert und weitere Ausgrabungshügel findet. Sie kann auch Artefakte ausgraben, ohne sie zu beschädigen. Ja, das wäre wünschenswert, hätte ich jetzt mal so gesagt. Wow, das ist schon sehr, sehr nice. Vorsicht, Vorsicht! Sei vorsichtig, du zerhackst dir noch hier die Artefakte. Dann hast du schon wieder eine Chance verpasst, du Dummerle. Aber sie scheint irgendwas Interessantes gefunden zu haben. Da ist doch Laika. Oh, wir können Laika mitnehmen. Aber Laika ist krank. Na super. Können wir direkt zum Tierarzt. Gibt es hier einen Tierarzt? Wahrscheinlich nicht. Oh, na, die Reise fängt ja gut an. Hättest du dich nicht von der Spinne beißen können. Beißen lassen können. Alter Falter. Bei Ausgrabungen an einer Ausgrabungsstätte hat Lara Folgendes gefunden. Wächterreliktbasis. Oh, eine tröstliche Umarmung für die kleine Maus. Es ist schön, dass du mitgekommen bist, Süße. Hey, Foba! Oh, Susu! Oh, aber die Arme direkt krank. Ist das auch irgendwas Tolles? Nee, anscheinend uninteressant. Aber wir haben noch gar keine Machete mehr, dachte ich. Oh, was haben wir denn hier? Kokett-Liebesquelle, weil sie in der Nähe eines malerischen Wasserfalls ist. Der Aufenthalt in der Wildnis an diesem wunderschönen Wasserfall versetzt einen Sim in romantische Stimmung. Was hat die denn für Vorlieben? Aber hübsch. Sieht ganz, ganz toll aus. Ach Leute, ich finde das so, so schön gestaltet hier. Anscheinend hat sie doch noch eine Machete gehabt. Vielleicht hat sie ja eine Machete in diesem Pack drin gehabt. Oh, sie hat langsam Hunger. Das macht mich ganz schön an, mich hier durchs Geäst zu hacken. Das hat sowas Animalisches. Aber anstrengend ist es. Ich feiere immer noch diesen entschlossenen Gesichtsausdruck. Boah, und diesmal hat sie es hinbekommen, ohne die Machete wegzuschmeißen. Ich bin stolz auf dich, Lara. Und plötzlich Faultiere. Oh, wie süß. Als Lara um die Ecke biegt, wird sie von einer absoluten Stille empfangen. Sie blickt nach oben und entdeckt eine Herde Faultiere, die sie beobachtet. Lara ist einen Moment abgelenkt, läuft gegen einen tiefhängenden Ast und scheucht ein paar kleine Käfer auf, die zu den Faultieren schwirren und ihnen den Pelz anbrennen. Was? Was soll Lara tun? Die Natur in Ruhe lassen, fliegen durch Tanzen, ablenken oder die Käfer benebeln. Wir lenken die ab. Von Käfern und Faultieren, das scheint schon wieder schiefgegangen zu sein. Lara beginnt ordentlich Krach zu machen und einen traditionellen Tanz aufzuführen, um die Käfer von den Faultieren abzulenken. Die Tanzschritte sind ungewohnt und Lara stolpert, als noch mehr Käfer auftauchen. Die Faultiere werden unruhig und bei dem Gezappel brechen ein paar Äste ab, wovon einer Lara auf den Kopf trifft. Sie läuft davon, ehe noch etwas Schlimmeres passiert. Och, Lara. Oha. Ungünstig. Beschämt, zwei linke Füße. Über die eigenen Füße zu fallen, wenn man eigentlich ein paar Faultiere im Urwald beeindrucken möchte, ist ziemlich peinlich. Da steht ich ziemlich peinlich. Ich bin nicht peinlich, hoffe ich. Was haben wir hier? Das können wir auch frei machen.
Diese Tore gehen anscheinend nicht frei zu machen. Das geht auch. Und hier hinten können wir auch noch weiter. Boah, wir haben ja hier unendliche Möglichkeiten. Und schaut euch mal an, wie awesome das hier aussieht. Die Nacht senkt sich langsam über den Dschungel. Und ich würde sagen, dass ich mich für heute erstmal von euch verabschiede. Ich weiß, das ist gemein. Aber dann gucken wir mal, ob wir vielleicht unsere Erkundungstour erst morgen weitermachen. Also am nächsten Sim-Tag und in der nächsten Folge erstmal feiern gehen. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch. Ihr müsst nicht allzu lange auf die zweite Sim-Folge warten, denn die folgt schon in Kürze, nämlich um 15 Uhr. Das heißt, 6 Stündchen müsst ihr euch gedulden. Und dann kommt schon die zweite Folge des neuen Let's Plays zu die Sims 4 Dschungelabenteuer. 2 Freunde, 1 Abenteuer. Bis dahin, tschüss!